ein neuer Tag. Heute ist unser zweiter richtiger Tag. Wir sind gerade dabei, auf Curaçao anzulegen und dann gehen wir gleich vom Schiff. Das Wetter sieht noch ein bisschen durchwachsen aus, aber wir sollen trotzdem 28 Grad bekommen, also beschweren wir uns nicht. Und wir nehmen euch gleich mit an Land. Die Sonne ist gerade rausgekommen und wir haben auf Curaçao angelegt. Ich bin hier gerade auf dem Skywalk und schaut mal, was für eine schöne Aussicht. Da unten seht ihr schon die ersten Leute von Bord gehen. Gestern in der Primetime war ja der Kapitän Boris Becker an Bord. Der ist, glaube ich, echt so ein relativ bekannter AIDA-Kapitän, denn der kommt auch oft in Dokumentationen vor. Und witzigerweise war der auch der Kapitän auf meiner Orient-Tour und auch im Mittelmeer. Der ist super nett, super sympathisch, kann total gut reden auf jeden Fall. Und der hat gestern erzählt, dass wir nur mit halber Auslastung fahren. Also es sind nur halb so viele Passagiere an Bord, wie eigentlich erlaubt sind. Und das sorgt natürlich dafür, dass es relativ leer ist. Also ich sage euch ehrlich, es ist nicht leer. Es ist trotzdem natürlich voll, aber nicht annähernd so, wie ich das normalerweise kenne. Also als ich die Karibik-Tour vor 4 Jahren gemacht habe, da war die wirklich komplett ausgebucht und alles war voll. Und da muss man mal wirklich ganz ehrlich sagen, mich stört das nicht, aber ich weiß, dass es einige Leute gibt, die sagen, das wäre nichts für sie. Wenn dann natürlich Seetag ist, dann liegt man halt wirklich so wie die Ölsardine in der Dose, ne? Also es ist dann wirklich sehr, sehr, sehr voll. Man muss gucken, wann man einen schönen Platz in den Restaurants bekommt. Dann muss man früh aufstehen, dass man noch eine Liege kriegt und sowas. Und das ist halt jetzt gar nicht so. Also das ist super, super entspannt. Wir kriegen hier bisher ganz entspannt eine Liege. Wir haben auch immer schöne Plätze in den Restaurants. Also egal, um wie viel Uhr wir essen gehen. Heute Morgen waren wir um 7.30 Uhr schon direkt frühstücken, als das Marktrestaurant aufgemacht hat. Und da muss man einmal sagen, es war tatsächlich voller als gestern früh. Ist aber auch total normal, da wir heute ja angelegt haben. Und dann sind die meisten Leute natürlich sehr motiviert und wollen morgens direkt frühstücken gehen und dann von Bord. Deshalb ist es am Seetag meistens früh noch ein bisschen leerer. Ja, wir sind heute auch tatsächlich schon wieder um 6 Uhr aufgestanden. Und die einzigen Menschen, die um die Uhrzeit unterwegs sind, sind meistens so 2, 3 Jogger, die man dann schon sieht, die hier ganz früh morgens die Joggingstrecke nutzen und entspannt hier mal ein paar Runden drehen. Das ist auf jeden Fall super cool und das kann man natürlich auch am besten machen, wenn hier noch nicht so viele Leute rumlaufen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, gleich auch von Bord zu gehen und ja, wir haben gar keinen richtigen Plan, nur, dass wir hier mal aus dem Hafen rauslaufen, gucken, dass wir ein Taxi kriegen. Vielleicht tun wir uns auch noch mit 2, 3 anderen Leuten zusammen. Hier lernt man eigentlich immer genug Menschen kennen. Und ich denke mal, dass wir dann zum Mambo Beach fahren. Da waren wir vor ein paar Jahren halt schon mal und fanden es da super schön. Und ja, vielleicht gucken wir uns noch ein bisschen was von der Insel an. Mal schauen. Hier unten an der Pier neben dem Ausgang kann man sich übrigens Sandwiches für unterwegs mitnehmen. Guck mal bitte, wie schön dieses Schiff ist. Jetzt sieht man es einmal richtig im Hellen. Hier sieht es so ein bisschen aus wie in einem Freizeitpark oder in so einem Klamotten-Outlet. Hier vorne ist die Lichterbrücke, die fährt immer auf und zu, wenn ein Schiff passieren möchte. Und hier sieht man die bunten Häuschen.
Und jetzt mal ein Handstand unter Wasser. Wasser im Ohr jetzt. Mal ein Handstand. Wasser im Ohr. Scheißegal. Handstand. Was tauchen. Hammer. War gut? Ja. Was hast du gesehen? Silberfisch. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber hier sind gerade ganz viele Libellen. Und es fängt an zu regnen. Aber es ist nicht so schlimm, es ist trotzdem sehr warm. Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass wir zum Mambo Beach wollten. Wir haben aber unten am Taxistand drei Leute kennengelernt, die zum Playa Porto Mari wollten. Ja, und dann haben wir gedacht, komm, dann gucken wir uns doch nochmal einen anderen Strand an. Sind dann mitgefahren. Man zahlt da Eintritt, $3 pro Person. Eigentlich sollen übrigens Schweine an diesem Strand sein, wobei ich das ehrlicherweise nochmal nachgoogeln werde. Denn das haben uns jetzt einfach nur so ein paar Leute erzählt. Da waren auf jeden Fall keine. Aber auf dem Weg dahin sind wir an ein paar Flamingos vorbeigefahren und haben die gesehen. Wir haben $12,50 pro Person bezahlt, um dahin zu kommen. Und das war ein bisschen zu teuer. Also ich glaube, dass man das eigentlich deutlich günstiger kriegen kann. Wir hatten 35 Minuten Fahrzeit. Man muss hier in der Karibik immer so ein bisschen aufpassen mit dem Taxifahren. Meistens nehmen die einen Preis pro Person. Auf dem Rückweg haben wir sogar $15 pro Person bezahlt. Also die Taxis hier fahren eigentlich alle nicht mit Uhr, sondern man muss vorher einen Preis verhandeln. Gut ist auf jeden Fall auch, wenn man erstmal aus dem Hafen rausläuft. Ich glaube, desto weiter man vom Schiff weggeht, desto günstiger werden die Taxen. Der Mambo Beach liegt übrigens auf der Hälfte der Strecke. Also bis zum Mambo Beach fährt man nur so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Der ist ein bisschen näher. Ich fand den Ort, an dem wir waren, auf jeden Fall sehr schön. Der Strand ist nicht so schön wie der Mambo Beach, meiner Meinung nach. Wir lagen da auch so ein bisschen ungünstig direkt vor irgendwelchen Mülltonnen. Aber da ist so voll der schöne Steg und das Wasser ist mega, mega schön. Also wir waren da ganz viel schnorcheln und haben kleine Korallen gesehen und Anemonen und ganz viele Fische und auch so Zebrafische. Das war super cool. Also es ist trotzdem sehr, sehr schön da. Aber vom Strand an sich finde ich den Mambo Beach ein bisschen cooler. Da ist auch mehr so karibisches Flair, finde ich, weil da gibt es dann halt so Saxophonspieler und das irgendwie auch einfach Stimmung, ich weiß nicht. Ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall noch ein bisschen zum Pool und gehen hier auch nochmal eine Runde schwimmen. Wir liegen gerade im Beach Club und hört ihr, wie laut der Regen ist? Also heute haben wir ultra oft richtige krasse Monsunschauer. Ich zeige euch einmal mein Outfit. Meine Sneaker sind von Copenhagen, mein Rock ist von Brandy & Melville, mein Oberteil ist von Naked aus der Pamela Reif Kollektion, das habe ich letztens für 6 Euro gekauft, richtiger Schnapper, und mein Schmuck ist von Tiffany. Wir sind heute im Marktrestaurant Abendessen, das ist mein Lieblingsrestaurant und ich habe hier super viel. Ich habe Bauernsalat, ich habe Käse, ich habe verschiedensten Aufschnitt, Zwiebelkuchen, bisschen Baguette, bisschen Salat, Aioli und einen Keks. Ich weiß, es sieht immer so ein bisschen unsexy aus, aber ich esse einfach sehr gerne so Salaten und sowas. Und einen Krabbencocktail habe ich noch. Als Hauptgang gibt es bei mir Bohnen mit Speck, gratinierten Blumenkohl, ein bisschen Rotkohl und Kartoffelpüree mit Bratensauce. Wir sind jetzt gerade in die Lanai Bar gegangen, um hier gleich das Auslaufen anzusehen. Wir legen nämlich in einer halben Stunde ab. Wie schön sieht es auf Curaçao bei Nacht bitte aus? Und wie schön leuchtet der Mond heute. Da ist die Brücke, die auf und zu fahren kann. Ich gucke mir gerade die Fotos an, die bisher gemacht wurden. Und das ist so verrückt, weil wenn Fotografen Bilder machen, dann erkennt die Software automatisch über das Foto, was man bei der Einschiffung vom Gesicht machen musste, zu welchem Passagier das gehört. Und wenn ich dann meine Bordkarte hier dran halte, dann sehe ich die Bilder von mir. Gerade die Currywurst in der scharfen Ecke. Die ist im Preis inkludiert und die ist sehr lecker, kann ich empfehlen. Und vor allem kann man sie bis 1 Uhr nachts essen. Never open myself this way. Not as hard as we are.
Ha ha ha.